Ein ganz herzliches Willkommen. Wir haben wieder unser Sonderformat Manifest der neuen Erde mit Katharina Roland zu Punkt 2, Potenzialentfaltung. Und wer könnte besser als Gast dafür geeignet sein als Ricardo Leppe? Herzlich willkommen, ihr beiden. Grüß euch, hi. Katharina, vielleicht darfst du einfach beginnen und so ein bisschen den Punkt 2 des Manifests für uns anschaulich machen, uns erklären, was ist da drin, was ist da gemeint, und dann können wir ja gemeinsam einfach in den Flow gehen. Was haben wir dazu zu sagen? Sehr, sehr gerne. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch heute zusammen sein darf, mit euch allen. In Punkt 2 geht es prinzipiell mal um darum, dass wir wieder in die Freude kommen, in die Kreativität kommen, in unser Potenzial kommen. Und das Kapitel fängt an mit den Kindern, mit neuen Lernorten, Abenteuerspielplätzen für die Kinder anstatt den konventionellen Schulen. Das sind Plätze, wo die Kinder sogar aufgefordert werden, selbst zu denken, Spaß zu haben, zu spielen. Da werden wir sicher ganz viel von Ricardo hören. Ich liebe es, dir zuzuhören, Ricardo, wenn du über die Kinder sprichst und von deinen Erfahrungen erzählst. Es geht darum, dass wir auch als Erwachsene weiter unsere Kreativität fördern, unseren künstlerischen Ausdruck fördern, dass wir uns auch verbinden mit den künstlerischen Ausdrücken unserer Ahnen, die alten Brauchtümer wieder beleben, die in irgendeiner Form in unseren Zellen abgespeichert sind. Es geht darum, dass wir ganz viele verschiedene Kurse anbieten wollen oder sehen wollen auf der neuen Erde, wo wir wieder, ich sage jetzt weniger lernen als unlearning, da gibt es diesen englischen Begriff, dass wir wieder all uns das, was uns davon abhält, im Fluss zu sein und in der Freude zu sein, in unserem höchsten Ausdruck zu sein, dass wir das mal erkennen und fallen lassen können und dann herausfinden, wofür sind wir Menschen hier auf der Erde, was ist unser persönlicher, individueller Ausdruck hier auf der Erde. Da gibt es sehr, sehr viele Kurse, die von einer, ich sage jetzt mal sogar bewussten Empfängnis eines Menschen, das ist ein Punkt, den ich erst vor kurzem hinzugefügt habe, inspiriert von Ricardo, bis zu einem bewussten Hinübergehen in eine neue Dimension, ins Sterben, alle Lebensbereiche abdeckt. Dann geht es darum, dass wir unsere alten Menschen wieder integrieren in die Gesellschaft und von ihnen lernen und auch davon ausgehen, dass alte Menschen, ja Menschen, die einfach eine längere Zeit in ihrem Körper verbracht haben, auch lernen wollen, sich auch ausdrücken wollen, auch verspielt sein wollen, auch ihr Wissen weitergeben wollen. Genauso wie ein Kind sein Wissen weitergeben will. Und vielleicht finden sich da Räume, nicht vielleicht, es finden sich Räume, wo alle Generationen miteinander sind, um voneinander zu lernen. Das Reisen ist auch noch ein Punkt und Handwerk. Also das Reisen nicht im Sinne von, ich konsumiere jetzt und ich reise jetzt, um irgendwo meinen Alltag hinter mir zu lassen, sondern ich reise, um die Schönheit der Erde zu entdecken und auch um ein Teil des Aufbaus der neuen Erde zu sein. Das ist jetzt ein ganz grober Überblick über die vielen Bereiche, die das zweite Kapitel umfasst im Manifest der neuen Erde. Sehr schön. Ja, du hast in der Aufzählung gerade das Unlearning erwähnt, und das ist ja genau das, was wir im Prinzip auch schon seit über 20 Jahren jetzt machen mit Teki. Du musst nur alles von dir nehmen, was du nicht bist. Du musst verlernen, was du über dich gelernt hast, aber gar nie warst, was gar nie dein wahres Selbst wirklich war, sondern nur deine Persönlichkeit, die Persona um dich rum. Und wenn du da ankommst, wenn du dich entwickelt hast, also von diesen Wickeln befreit hast, die man dir umgelegt hat, die du dir selbst umgelegt hast, dann kannst du wieder wirklich das leben, wofür du da bist. Dann bist du wieder in deinem wahren Selbst, in deinem Herzen verankert. Und das gilt für Kinder, denen man am besten gar keine Wickel umhängt, genauso wie natürlich für jeden Erwachsenen, egal in welchem Alter. Wir können uns immer noch entwickeln und
dann ist das Potenzial einfach da. Also das finde ich eine ganz wichtige Aussage. Wir haben alles schon in uns. Wir müssen nichts hinzufügen, sondern wir müssen eher wegnehmen, was wir nicht sind, um da wirklich ganz anzukommen. Vielen Dank dafür. Die Eltern haben ja auch immer die Sorge, ja, ich muss meinem Kind noch den Kurs und da muss er noch hin und da muss er noch hin. Sage ich, nein, der braucht Liebe und der braucht einen Entfaltungsraum. Ab und zu was zwischen die Zähne und ein Dach über dem Kopf wäre nicht schlecht, ja, aber das kriegen die meisten ganz gut hin. Und dann macht der das schon. Und wir sagen das den kleinen Kindern ja auch. Also ganz ehrlich, was macht ein Zweijähriger die meiste Zeit seines Lebens? Er kackt in die Windel und er wirft ein paar Spaghetti an die Wand. Und jede Mama und jeder Papa wird sich für den kleinen Knirps vor den Zug werfen. Und wir erzählen ihm den ganzen Tag, du bist der Größte, du bist der Beste, du hast das ganze Potenzial der Welt in dir, du kannst alles werden. Und dann ein paar Jahre später kommen fremde Menschen und schreiben einmal im Jahr eine Zahl auf ein Blatt Papier. Und dann machen wir uns Sorgen. Ja, was soll denn aus ihm werden? Und ja, er hat Mathe nicht kapiert und mit der Rechtschreibung ist auch nichts. Und sage ihm, das ist das genau gleiche Kind, dem ihr vor einem Jahr noch erzählt habt, dass er der Größte ist und dass alles Potenzial der Welt in ihm steckt. Aber vielleicht will er gerade mit 7 noch nicht lesen lernen. Vielleicht wollte er schon mit 4, vielleicht will er es erst mit 10. Und das ist immer so schön. Am Anfang und am Schluss sage ich, wissen wir, was wir wollen. Ich habe mit sehr vielen Eltern gesprochen, speziell mit Mamis, wenn der Bauch noch dick ist, ja, also, und die kurz vor der Geburt sind. Und dann habe ich gesagt, jetzt geh mal in dich hinein und fühl mal, was wünschst du dir für dein Kind? Geh ins Herz und sag, was wünschst du dir für dein Kind? Und da kommen immer die gleichen Aussagen. Ich wünsche mir, dass mein Kind frei, gesund, glücklich und in Liebe durch dieses Leben gehen darf. Mhm. Und dann, wenn du die Alten fragst, also ich bin lang beim Roten Kreuz gefahren, also die, jetzt hast du dann oft hinten im Auto Menschen, die sind in der letzten Stunde, die sind im letzten Tag, die sind in ihren letzten Momenten. Und die erzählen genau das Gleiche, nur umgekehrt. Also hätte ich mehr geliebt, hätte ich freier gelebt, hätte ich mich mehr um meine Gesundheit gekümmert, hätte ich mich mehr um meine Familie gekümmert. Also am Anfang und am Schluss wissen wir, was wir wollen. Und dazwischen erzählt uns irgendjemand anderer, was angeblich wichtiger ist. Und was auch interessant ist, ist dieses, was die Eltern, also letztens, wie ich in Oberösterreich und in Vorarlberg, habe ich die Frage wieder gestellt, weil da waren sehr viele Mamis dabei wieder, und gesagt, was ist euch das Wichtigste? Und da kommt fast immer Freiheit. Ich möchte, dass mein Kind frei in diesem Leben ist. Und dann sage ich, ja, ja, habt ihr das leicht so erlebt? Wart ihr frei, gesund, glücklich und in Liebe im Leben? Nein. Haben eure Freunde das so erlebt? Nein. Haben eure Eltern das so erlebt? Nein. Sagen, jetzt willst du das Kind in die genau gleichen Bahnen hineinbringen, wo milliardenfach bewiesen ist, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert im Sinne von, es hält dich am Leben. Es lässt dich überleben. Aber es bringt dich im Leben nicht dorthin, wo du möchtest. Und ich vergleiche das immer so gern mit diesem Tiger oder dem Löwen, der im Zoo sitzt, oder der Hamster zu Hause, der bei dir im Käfig sitzt. Der hat doch alles, oder? Uns wird doch auch erzählt, wir haben doch alles. Du kriegst dreimal am Tag Essen, zweimal am Tag wird dir der Kopf gekrault und wenn du dir das Bein brichst, ist auch jemand da. Mach dem Tiger mal den Käfig auf und der ist weg. Und der geht wieder auf eigene Faust in Freiheit durch das Leben und der Hamster auch. Und jetzt geht es bei uns darum, dass wir diese Tür aufmachen und sagen, aha, was ist denn hinter dieser Angst, wo wir dann glauben, da ist alles schlimm und da ist alles böse und da funktioniert alles nicht. Und meine Eltern, da hat es geheißen, ihr werdet kranke, dumme und unselbstständige Kinder bekommen, wenn ihr das so macht mit eurem Weg. Ja, zumindest dumm fühle ich mich nicht. Also das hat nicht, also nichts davon hat gestimmt. Und wenn man mir mit 19 gesagt hat, da habe ich nämlich gemeint, ich wäre Berufszauberer, haben auch alle gesagt, du spinnst doch. Ja? Aber es hat nicht gestimmt, was sie mir erzählt haben. Und wie ich vor 6 Jahren gesagt habe, ich baue ein neues Bildungssystem, hat auch jeder gesagt, niemand wird dir zuhören, du wirst in keine Schule je hineinkommen, das wird nicht funktionieren. Und es stimmt nicht. Und immer, wenn sie dir diese Angst machen, wenn sie diese Blockaden hinstellen, dann weißt du, ah, genau da dahinter fängt das Leben an, genau da wollen wir hin, genau da wird es interessant. Und da dürfen die Eltern jetzt diesen Schritt wagen, dass sie sagen, okay, wir gehen einen anderen Weg. Weil der ist bewiesen, er hält mich am Leben, ja, ich überlebe, ich habe was zum Essen und es kümmert sich jemand um mich, aber ich lebe nicht. Und am Anfang und am Schluss wissen wir genau, was wir uns wünschen. Es ist schön, den Porsche zu fahren, es ist lustig, mal ein schnelles Auto zu fahren,
Aber am Anfang und am Schluss sind es nicht die Werte, die wichtig sind. Und genau um die soll es jetzt gehen. Und um genau die soll es auch in den Schulen gehen. Und dann kommen plötzlich Fächer auf wie Glücksunterricht. Wer bin ich? Was will ich? Wie gehe ich mit der Natur um? Wie lerne ich? Wer bin ich als Wesen? Ja, ich hab hier diesen Körper mitbekommen. Schön, dass ich den da habe. Ja. Aber wer bin denn ich? Was will denn ich hier auf dem Planeten? Ja? Und dann mache ich mit den Kindern gern so eine kleine Übung, auch oft mit den Erwachsenen, wo ich sage, mach mal die Augen zu, du kannst gerne auch mal mitmachen, ja? Mach mal die Augen zu und stell dir mal vor, du bist am Strand. Ja, und du spürst diesen Sand unter deinen Zehen und du hörst das Rauschen vom Meer und du riechst die frische Luft. Oder du bist, wenn du das lieber hast, im Wald und du riechst, wie uns frisch geregnet hat, wie das Moos duftet. Und dann frage ich, wer ist denn gerade dort? Wer riecht das gerade? Wer fühlt das gerade? Weil du bist eindeutig hier vor mir. Du hast Beton unter den Füßen, du hast einen Holzsessel unter deinem Hintern und es riecht hier vielleicht ein bisschen nach Schweiß. Also wer ist denn dann dort? Und der da gerade dort war, den wollen wir auch erfahren, was der eigentlich will. Ja, und unser Körper, was der will, das wissen eh schon die meisten. Ja, was da ernährungstechnisch hineinkommt, weil wir Wildkräuter ein bisschen mehr in die Frische gehen und so. Aber was der eigentlich will, der da drinnen steckt, das wird dann noch interessant. Aber ich kürze da mal ab, ja, so soll es mit den Schulen dann aussehen. Ja. Großartig. Also für mich ist das auch diese Unterscheidung einfach Ego oder wahres Selbst, die ja auch für jedes Alter gilt. Aber wir Erwachsenen müssen es oft wieder loswerden, was wir uns irgendwann angeeignet haben. Und den Kindern, die Kinder können wir jetzt schon freilassen, wenn wir da bewusst damit umgehen. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Also das war alles wichtig. Aber was ich rauspicken möchte, es funktioniert immer irgendwie über Angst. Und eben auch, es muss gar nicht die Angst vor irgendwelchen Staatsformen sein, die uns von oben herunter dirigieren. Nein, es sind in der Regel die anderen Menschen. Es sind die anderen Menschen, die uns sagen, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist brotlose Kunst, lern erst mal was Gescheites. Oder du musst alles perfekt in Ordnung halten und erst dann darfst du leben. Ja, und mir hilft es immer, den Blickwinkel so einzunehmen, dass ich sage, okay, dein Ego will gerade mit meinem Ego reden. Wenn mein Ego aber nicht ansprechbar ist, weil ich schon mein wahres Selbst lebe, dann dreht sich das Ganze. Weil dann merkt der andere, ich renne hier gegen eine Tür, da geht's nicht rein. Aber da vorne ist ganz schön offen und da könnte man sich jetzt auf einer anderen Ebene unterhalten. Und irgendwie bist du ja immer eine Einladung. Wenn du das lebst, wofür du da bist, dann hast du ja eine ganz andere Frequenz, eine andere Ausstrahlung. Du lebst es vor in deinem Leben auch, dass es rund ist, dass du glücklich und gesund bist. Und dann bist du eine Einladung ja auch für andere Menschen, das auch zu tun. Und manche reagieren damit erstmal darauf erstmal mit Abwehr, oder? Also sie greifen einen vielleicht sogar an. Wir haben das damals auch gemerkt, als wir ganz vegan wurden. Wir haben niemanden missioniert, niemanden da irgendwie angesprochen. Wir haben es einfach nur für uns umgesetzt. Aber von überall her sind sie gekommen und wollten uns so ein bisschen Seitenhiebe verteilen. Weil du den Spiegel setzt für sie. Und ja. Ich bin von Geburt an vegan. Mhm. Ja, und zu der Zeit hat das noch niemand gekannt, auch in der Schule. Den Begriff kannte niemand. Ja. Aber es ist nur der Spiegel, den du setzt. Ich habe noch nie auch jemandem gesagt, stell deine Ernährung um. Noch nie. Ja. Aber du bist eine Einladung. Und entweder man sagt, wow, toll, das wollte ich schon lange, erzähl mir mehr. Oder jemand merkt jetzt erstmal, der Spiegel tut weh und geht in den Widerstand. Und der Widerstand läuft dann eben oft auch über Worte. Weil wenn er dich überzeugen kann, dann muss er sich selber nicht verändern. Dann hat er dich ja wieder ins Boot geholt, ja. Und da ist es wichtig, dass wir auch alle bewusst sind und auch bewusst unsere Kinder da durchlaufen lassen, bewusst durch unser eigenes Leben gehen und auch mit solchen, ja, Angriffen oder, ja, Gesprächsversuchen ganz bewusst umgehen. Ja. Ist was Wichtiges gesagt, dieses, sorry. Ja. Mir fällt nur gerade eine schöne Geschichte ein. Moritz war ja im Waldkindergarten und in der Montessori-Schule.
und ist dann auf die HTL gekommen. Und im allerersten Jahr, danach hat sich es leider wieder ein bisschen verändert, wenn seine Professoren irgendwie unangenehm waren oder mit der Klasse geschimpft haben, seine erste Reaktion war: Mami, ich glaube, dem geht's nicht gut. Ich glaube, mit dem sollte ich mal reden. Der braucht sicher Hilfe. Ja? Und wenn wir das unseren Kindern beibringen, dann müssen sie gar nicht erst in Resonanz mit dem Unangenehmen von außen gehen, weil sie in sich so viel Liebe tragen zu sich selber und zu allem Sein, dass sie dann erkennen, was da eigentlich dahinter steckt und diese Gesetze der Resonanz einfach schon integriert haben. Ja, es ist ja im Prinzip eine Form von Geisteskrankheit und das hat dein Sohn eigentlich dann sehr gut festgestellt, ja. Das geht aber nur, wenn man selber so eine Teflonschicht hat, wenn alles von einem abprallt. Aber Ricardo, du wolltest das sagen. Die Kinder sind ja nicht das Problem. Also ich sehe ja mit den Kindern, denen ich arbeite, speziell die noch nicht in der Schule waren. Je länger die schon im System drinnen waren, desto schwieriger wird es dann wieder. Aber am schwierigsten sind eigentlich die Erwachsenen. Wenn die mir dann sagen, es wacht kein Fünfjähriger in der Früh auf und sagt, ja, wenn ich mal keinen guten Schulabschluss habe, dann bin ich nichts wert und dann schaffe ich nichts im Leben. Wer sagt all diese Dinge? Und ich merke es ja, wenn ich mit denen arbeite, ich gehe immer weiter von der Kinderarbeit eigentlich weg, mehr zur Erwachsenenarbeit. Mit den Kindern ist ganz leicht. Ja? Ich gebe ihnen den Raum, die Freiheit und dann ein paar ganz kleine Impulse und dann funktioniert das. Es ist eher bei den Eltern. Und da gebe ich euch gerne jetzt ein Beispiel, weil so viele sagen, ja, aber ich lerne nicht mehr so schnell wie ein kleines Kind. Ich habe meinen Zeitraum, wo man eine Sprache lernen kann, schon verpasst. Ich bin schon 50, 60, 70. Ich kann nicht mehr so lernen wie ein kleines Kind. Und jetzt abgesehen davon, dass es immer funktioniert, ja, bis du die Radieschen von unten zählst, funktioniert das. Aber einfach so ein logisches Beispiel für die Skeptiker, ja. Und ich probiere das ja immer aus mit den Eltern. Jetzt habe ich da so 300 Eltern vor mir und sage, ja, wer hat ein schlechtes Gedächtnis? Dann zeigt dir fast jeder auf. Und wenn ich dann sage, ja, wie geht es euch mit Namen und mit Zahlen und so, oh ja, ganz schlimm und ich bin ganz blöd da oben. Ja. Sag ich, lernst du so schnell wie ein 8-jähriges Kind? Nein, nein, weil ich bin ja schon 50. Das kann gar nicht mehr funktionieren in meinem Alter. Und jedes Mal funktioniert es aber. Und das sind ein paar einfache Fragen, um sie dann so ein bisschen durchführt, sage ich, okay, du bist jetzt 50. Lernst du wie ein 50-Jähriger oder lernst du wie ein 8-Jähriger? Dann stehen sie mal komisch da. Sag, ja, du wartest ja auch nicht, wenn du links abbiegst, dass du rechts ankommst. Sondern du wartest, wenn du nach links gehst, dass du links weiterkommst. Ja? Sag, also wenn du lernen willst, so schnell wie ein 8-Jähriger, dann solltest du genauso lernen, wie ein 8-Jähriger das macht. Vielleicht das zeige ich euch mal. Und dann gehe ich, sag, ich gehe jetzt die nächste halbe Stunde mit euch um, als wärt ihr eine Klasse, die 8 Jahre alt ist. Und plötzlich funktioniert es. Und plötzlich grinsen die und plötzlich haben die leuchtende Augen und plötzlich lernen sie Dinge, wo sie mir vorher schwören, das geht nicht, weil sie ja schon zu alt sind. Sag ich so, und jetzt lerne ich mal wieder mit euch, wie ihr es gewohnt seid, eurem Alter entsprechend. Und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Sag ich, wo liegt jetzt das Problem? Und das Gleiche ist es beim Merken. Wenn die sagen, ja, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Sag ich, aha. Wie oft müsste ich deinen nackten Arsch durch ein Brennnesselfeld durchschleifen, bis du dir merkst, dass es ein Brennnesselfeld ist? Da reagiert der 90-jährige Demenzkranke mit, ja, Moment mal, einmal reicht. Ja. Sagt, aha, das Gedächtnis funktioniert also noch. Also ist doch alles okay. Jetzt ist die Frage, wie kommt es oben an? Und jetzt willst du dir Namen und Zahlen merken und sagst, du bist da schlecht. Sag, wie oft hast du es schon trainiert? Weil du sagst, du hast ein schlechtes Namensgedächtnis, sag ich, hast du auch einen schlechten Bizeps, hast du auch einen schlechten Oberschenkel, hast du auch eine schlechte Brustmuskulatur, hast du auch eine schlechte Rückenmuskulatur? Nein, du sagst, ich habe einen untrainierten Bizeps, ich habe eine untrainierte Wade. Aber du sagst, du hast ein schlechtes Gedächtnis. Sag ich, und Namen und Zahlen sind von Menschen erfundene Dinge. Du erwartest ja auch nicht, dass du Tennis spielen kannst, wenn du nie Tennis spielen gehst. Das erwartet niemand. Sag ich, aber du erwartest, dass du dir von Menschen erschaffene Namen merkst, wenn du es nie trainiert hast. Und dann merkst du, ja, Moment mal, eigentlich ist mein Gedächtnis ja ganz gut. Und das von meinen Kindern erst recht, weil so 500 Pokémon lernen die auch so an einem Nachmittag. Ja? Das können die sich locker merken. Aber wenn sie sich 3 Buchstaben einer langweiligen Chemieformel nicht merken können, dann sind die Kinder schuld. Und wenn man damit den Erwachsenen mal merkt, aha, wenn man mit mir umgeht wie mit einem kleinen Kind, lerne ich so schnell wie ein kleines Kind. Und wenn man mit mir eine Sprache lernt, wie mit einem 4-Jährigen, wie man mit dem eine Sprache lernt, dann lerne ich auch wieder ganz schnell eine Sprache, obwohl ich aus diesem Zeitfenster raus bin, der eigentlich gar kein Sprachentalent habe.
und dann merken so, ah ja, mir lag es nicht. Und das ist auch so schön bei den Kindern. Meine Hauptrückmeldung eben von den Kindern, ich kriege diese handgeschriebenen Briefchen oft von den Kindern, ist, ich dachte, ich bin blöd, aber ich bin ja ein Genie. Und das ist das Schönste, das ist meine Hauptantriebsfeder, wenn sie merken, hey, es lag nicht an mir, bei mir ist alles okay. Ich habe nur ein paar Blockaden von außen bekommen und zu oft gehört, du kannst nicht, du bist nicht, du wirst nicht, hinsetzen, Fresse halten, all diesen Blödsinn. Ja. Und das ist auch so schön, wenn dann 70, 80-Jährige draufkommen, hey Mann, ich kann genauso schnell lernen wie ein kleines Kind. Und dann wieder große Augen bekommen und sagen, oh, die Welt ist ja noch offen. Und ich habe letztens mit einem 83-Jährigen geschrieben, der gemerkt hat, hey, das geht ja ganz einfach. Ich beginne ab jetzt Unterricht mit meinen Enkeln zu machen. Weil die sollen nicht durch den Weg durchgehen, den ich gemacht habe. Und das setzt jeder diesen kleinen Schritt. Und da gehen wir Stück für Stück dann in eine neue Zukunft ein. Ganz genau. Ich weiß nicht, wie kommt dir das denn vor, Ricardo? Ich frage immer wieder die Leute, wie war deine Schulzeit? Ja, weil meine, ich fand's furchtbar. Aber, und die meisten sagen das auch so. Aber es gibt immer wieder welche, die sagen, ich hatte da eine total tolle Zeit. Wie kann das sein? Da frage ich, ging es um die Schule oder ging es um deine Freunde? Mhm. Dann wirst du schon mal merken, bei 9 von 10 von denen ging es nur um die Freunde. Nur um das Soziale, weil die einfach soziale Wesen sind. Und ich habe über 100.000 Menschen in den Vorträgen gehabt. Und ich habe die Frage fast immer gestellt. Würdest du freiwillig nochmal so lernen wie in der Schule? Einer unter 1.000 zeigt auf. Hm. Dann habe ich gefragt, würdest du freiwillig nochmal diese sozialen Kontakte genießen, so wie in der Schule? Da zeigen dir zumindest einige auf. Also das sagt, okay, zumindest dieses soziale Umfeld dort. Ja. Aber die meisten würden eigentlich sagen, ich würde mir gern selber wählen, mit welchen Menschen ich austausche. Weil da kommst du in eine Klasse, du kennst die alle nicht, du musst aber mit denen dort sein. Aber wenn es heißt, würdest du nochmal freiwillig in die Schule gehen und wieder so lernen gehen wie in der Schule? Einer unter 1.000. Und für den mag es vielleicht sogar so passen. Oder er kennt es nicht anders. Das kann auch ein Thema sein. Ja? Aber wir sind da in einem Bereich, wo wir sagen, im Promillebereich mögen es die Leute. Und ein System auf jeden drauf zu zwängen, dass jeder Tausendste mag, da würde ich lieber ein System machen, das jeder Tausendste nicht mag. Ja, wo jeder Tausendste sagt, du, Ricardo, die Schule, die du vorschlägst, das ist nicht so meins. Aber 999 sagen, yeah, genau so möchte ich das. Ja. Und das sind ja auch diese Modelle Schule der Zukunft in 2 Schritten. Ich erläutere das ganz kurz. Ja, wo ich die Kinder gefragt habe, was wünscht ihr euch? Und da war, wir wollen Spaß haben. Wir wollen Dinge lernen, die wir im Leben brauchen können. Das waren immer die Grundaussagen. Und das dritte war dann noch, wir wollen selber entscheiden, wann, wo, wie und mit wem wir lernen. Weil wir wollen, die wollen alle lernen. Die wollen auch alle lesen und schreiben lernen. Aber alle in einem anderen Tempo, mit einem anderen Buch. Der eine mit 5, der andere mit 10, der andere mit 8. Ich war der, der es mit 5 wollte. Ja? Meine Brüder sehr spät. Ich wollte aber in frühen Jahren nicht schwimmen und nicht Radfahren lernen. Das habe ich, glaube ich, mit 9 erst gelernt. Meine Brüder aber sehr früh. Jetzt sitzt die Schule aber da und wertet und sagt, du bist jetzt 7, du musst jetzt lesen lernen. Wenn du jetzt nicht lesen lernen willst, dann bist du dyslexisch und du bist ein Problem. Vielleicht will der erst mit 9 lesen lernen, wird aber einer der besten Schriftsteller im deutschsprachigen Raum. Und wir machen ihn jetzt kaputt. Das heißt, diese Grundzüge, Spaß, sinnvoll und eine gewisse Freiheit dabei, das waren die Grundplanungsdinge für diese Modelle. Und das erste Modell ist komplett systemkompatibel. Schule der Zukunft Schritt 1 heißt, wir lassen den Schulstoff so, wie es ist, obwohl 90% mindestens aussortiert gehören, und machen den aber mit den Lerntechniken, die jeder verstehen kann und jeder nachmachen kann, schneller, effizienter, gehirn- und kindgerecht. Und wir reduzieren die Lernzeit auf 10-20% der Zeit. Und das kann ich dir aus den Jahren Erfahrung sagen, das funktioniert, auch den Rückmeldungen von den Eltern. Und wie ich in Bayern letztens war, sind eben 2 Schuldirektorinnen, das war so das aktuellste Beispiel, aufgestanden. Und die eine gesagt, du, ich mache das jetzt schon seit einem Jahr. Und wir haben es geschafft, den Mathematik-Schulstoff im Gymnasium bis Weihnachten zu machen. Und das zweite halbe Jahr haben wir uns nur Dinge Zeit genommen, die Kinder wollten. Und die andere war eine Schulleiterin, die in einem Gymnasium auch, die hat Englisch gehabt, das Schulfach. Und sie hat gesagt, wir machen das schon das zweite Jahr, aber wir sind noch schneller gewesen. Wir waren Mitte Oktober fertig. Und seitdem machen wir Trommelworkshops, singen gemeinsam, gehen in die Natur, machen Atemtechniken oder legen uns manchmal einfach nur schlafen, weil wir einen langen Tag hatten. Was auch immer wir gerade fühlen, das richtig wäre.
Und da kommen immer mehr drauf. Und selbst wenn das nur ein Lehrer an dieser Schule umsetzt, und jetzt sagen wir, du bist die Physiklehrerin dort an der Schule oder die Mathelehrerin, ja, und du sagst, ja, ich brauche nicht mehr 50 Minuten, ich brauche nur noch 30 mit den Kindern, weil ich das schneller mache. Und ich nehme jeden Tag mit ihnen 20 Minuten Zeit und sage, wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Kann ich etwas für euch tun? Erzählt mir, wie es euch geht. Was das nur für einen Unterschied macht. Wenn manche Lehrer sagen, ja, ich weiß aber nichts mit Trommeln und Natur und ich kenne mich nicht aus, sage ich dann, hör ihnen 20 Minuten am Tag zu. Sei einfach da. Was das für einen Unterschied macht, wenn dir einmal in einer staatlichen Schule täglich jemand zuhört. Das ist Schritt 1. Und diese gewonnene Zeit empfehlen wir Schulfächer, wie eben vorher erwähnt, lern deinen Körper kennen, lern, wer bist du, wie gehe ich mit der Natur um, praktische Dinge, wie fülle ich einen Mietvertrag später mal aus, wie kann ich mir was kochen, wie repariere ich eine Kleinigkeit, wie tue ich einen Autoreifen wechseln, wie lege ich ein Beet an. Also die Dinge, die man einfach braucht irgendwann einmal. Schritt 2, 90% von dem Schrottschulstoff fallen weg. Wir haben keine Systemvorgaben mehr. Wir kreieren etwas, was an den Kindern, mit den Kindern ständig wächst. Wir sind eigentlich nur noch Rahmenbedingungen, die Coach, Lehrer, wie auch immer man die nennen wird. Ja? Wir bemühen uns, dass sie nicht aus dem Fenster springen und dass sie nicht auf der Autobahn Fußball spielen wollen. Und wir besorgen etwas, wenn sie ein Material brauchen, das sie aber gerade nicht haben. Und sonst ist es hauptsächlich so, dass wir sie in ihrem Flow halten und dass wir ihnen zeigen, wie sie sich selber Dinge erarbeiten können, die sie interessieren. Und da geht es in die Praxis. Da haben wir jetzt auch schon welche, die von Gruppe zu Gruppe fahren und das anderen zeigen. Also wir bauen ein Baumhaus, lernen nebenbei Geometrie und Mathematik und Biologie und dann bauen wir ein Hochbeet und setzen dort Dinge an und lernen dort nebenbei Schulstoff. Und der weitere Schritt, das sind die Übergangsschritte, ist, was auf der Homepage bei mir schon steht, Dezentralisierung von Bildungsmacht. Und es geht überall um die Dezentralisierung. Ja. Und wir werden dann wieder irgendwann mehr in kleinen Gemeinden, mehr ländlich organisiert wieder leben. Jetzt noch ein paar Schritte weitergehen, aber jeder wählt, welchen Schritt er dann geht. Und dort gibt es dann einen Lernort. Wie auch immer man das dann nennt, aber einfach für jetzt gibt es einen Lernort, das ist ein Gebäude. Und dort dürfen alle Menschen, alle Altersklassen jederzeit hingehen, sie müssen aber nicht. Und das macht den Unterschied, dieses Müssen. Die Kinder wollen alle lernen, sie wollen es nicht müssen. Genau. Und das ist egal, ob da jetzt der 6-Jährige und der 60-Jährige im Permakulturkurs sitzen oder ob das zwei 14-Jährige sind, ist egal. Wenn die das interessiert, dürfen die dorthin gehen. Und den größten Unterschied dort ist, das sind weise Menschen dort, die Unterricht, das ist das falsche Wort, weil nach unten richten klingt das ja schon so blöd, ja, aber wir kennen es jetzt unter dem Begriff, die einfach ihre Weisheit da weitergeben. Und Weisheit heißt nicht, du weißt alles. Niemand weiß alles. Weisheit bedeutet für mich, jetzt komme ich zur Sandra und möchte etwas über meinen Körper erfahren, weil ich weiß, und ich habe gehört, die kennt sich da aus und die ist dort an der Schule und dort kann ich was lernen. Und jetzt sagt die Sandra dann zu mir, schau mal, ich gebe dir all meine Erfahrungen. Das sind meine Quellen, da habe ich das her, so habe ich das erfahren, so fühlt sich das für mich an. Ich zeige dir das alles. Fühl bitte mal, fühlt sich das im Herzen und in deiner Logik richtig für dich an, weil nicht alles ist für jeden passend, nicht alle Methoden sind für alle gleich. Fühl, passt das für dich? Und wenn ja, dann entwickel es weiter und mach es größer, mach es besser, mach es stärker, mach es schöner. Dann stell dir mal vor, man hätte einem Nikola Tesla gesagt, du mit Strom und mit Frequenzen kennen wir uns aus, da brauchst du gar nicht weitermachen. Ja. Und wir begrenzen jetzt so stark. Wir sagen, Physik ist so, Chemie ist so, Mathe ist so. Sag ich, nein, das sind meine Erfahrungen, geh an diesen weiter. Das ist dann der letzte Schritt der Schule der Zukunft in 2 Schritten. Großartig. Das ist absolut so. Ich kann zu allem Ja sagen. Und das ist auch, du hast die gleiche Essenz zugrunde liegen. Das ist herrlich. Also ich lag vor einem Jahr ungefähr mit meinem jüngeren Sohn im Bett und wir haben so philosophiert, wie die Schule der neuen Zeit sein könnte. Und ich habe gesagt, pass auf, wir machen jetzt ein Feld auf und alle unsere Ideen kommen da rein und alle, die ähnliche Ideen haben, die vernetzen sich und irgendwann ist das Feld so riesig, dass es sich einfach manifestieren muss. Ja? Genau. Und was er dann so da reingegeben hat, das war im Prinzip das, was du erzählt hast.
Ja, das kommt schon, das kam schon aus einem Sechsjährigen daraus. Und ich habe mit ganz vielen Kindern auch gesprochen. Und wir haben ja jetzt auch unser Tiki Kids Seminar hatten wir gerade am Wochenende. Da waren auch Kinder da von 7 bis 12. Und wir haben dieses Feld wieder aufgemacht und wir haben die Kinder gefragt, was wollt ihr, was stellt ihr euch vor, wie soll diese Zukunft aussehen? Also nicht nur die Schule, aber denen geht es natürlich hauptsächlich jetzt erstmal darum, weil sie in diesem Feld noch sind. Und das ist genau das. Also eben auch dahin gehen, wann ich will. Und ich will bestimmt mindestens einmal die Woche hin, vielleicht auch öfter. Aber ich will selber wählen und ich will da Spaß haben und ich will da mehrere Möglichkeiten haben und heute wissen, heute gehe ich in den Raum zu ihm und morgen gehe ich in den anderen Raum zu ihr und vielleicht bleibe ich da dann 3 Wochen und gehe immer da rein und dann komme ich aber vielleicht eine Woche gar nicht. Ja, also diese Freiheit, das zu lernen, was wir wirklich wollen. Und das Zweite möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, fühl mal rein, ob das für dich richtig ist. Wir können so vieles auch jetzt schon umsetzen. Ja, indem wir eben nicht unseren Kindern oder anderen unsere Wahrheit aufdrängen, sondern sagen, pass auf, ich kann dir meine Wahrnehmung mitgeben und dann mach du draus, was du für richtig hältst. Ja, das kann dich inspirieren. Vielleicht ist es so wahr für dich, dass du es sofort übernimmst. Vielleicht sagst du aber auch, nö, aber es hat mich jetzt auf eine andere Idee gebracht. Ja, und ich war in der Schule so ein Kind, vor allem im Geschichtsunterricht. Ich habe immer gemerkt, was weiß und was nicht. Weil wenn es wahr war, dann habe ich dann Film ablaufen sehen. Also dann habe ich Bilder dazu bekommen. Und wenn es nicht wahr war, dann war das einfach nur tot. Und dann sollte ich da etwas lernen, wozu ich überhaupt gar keinen Zugang hatte, weil es für mich nicht wahr war. Und ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme oder Herausforderungen dieser Zeit, das Unwahre wirklich auch auszusortieren und kein Kind zu zwingen, etwas zu lernen, was nicht wahr ist. Es heißt ja Geschichte. Es ist die Geschichte. Ja. Und die Gebrüder Grimm haben auch Geschichten erzählt. Ja? Und es gibt so eine schöne Story dazu, wo, ich glaube, da war ich 16 oder so, hat meine Geschichtelehrerin angefangen, über die Inkas zu erzählen. Und ich hab nach 10 Minuten nur noch gelacht. Und sie so, wieso lachst du so blöd? Sag ich, na, so eine Scheiße habe ich noch nie gehört. Und sie so, ja, ich habe da studiert, da steht da im Buch. Sag ich, habe 3 Jahre, und das hat die nicht gewusst, unter den Inkas gelebt, mitten in Peru, im heiligen Tal der Inkas. Ja. Ich war bei Indianern, die haben noch nie Papiergeld oder Sonstiges gesehen. Sag ich, wenn du möchtest, ich kontaktiere die mal, dann liest du ihnen vor, was hier in deinem schlauen Buch steht und dann lassen wir die entscheiden, ob das stimmt. Das hat sie dann nicht gemacht. Ja? Aber es heißt ja auch schon, dass das Unterrichtsfach Geschichte. Und in Englisch History. His Story. Das ist deine Geschichte, die irgendein Gewinner niedergeschrieben hat. Und wenn du da näher reinforschst, und ich kenne das, bei manchen Büchern, da sehe ich was. Da fühle ich was. Ja. Ja? Und da kommt mir was. Und wenn ich mir dann durchlese, was da in manchen Kriegen passiert ist und im alten Rom, denke ich mir, genau. Kann sein, aber glaube ich nicht. Und dann wird es schwierig, das zu lernen. Wenn du schon spürst, das stimmt nicht. Und das habe ich immer schon gehabt. Ja, da bin ich manchmal im Unterricht aufgestanden und gegangen. Dann habe ich gesagt, ja, du kannst doch jetzt nicht gehen. So, ja, die Tür ist offen. Und draußen ist auch noch schönes Wetter. Ja, da immer, und da ist ein ganz wichtiges Ding, da habe ich von einem Freund das eben auch gelernt, das den Kindern zu sagen, wenn er das spürt, dann fängt an, Fragen zu stellen. Und wenn ihr keine Antworten bekommt, dann nehmt euch den Raum und geht auch einfach. Und das haben jetzt dann viele, ich weiß, für manche Lehrer nicht sehr lustig, aber wenn das ein echter Lehrer ist, dann wird er das verstehen und vielleicht was ändern. Und jetzt lernt er gerade Gleichungen lösen mit 2 Unbekannten. Und dann geht positiv den Lehrer zu und sagt, du, ich mag Mathe. Ja, ich finde Mathematik schön und ich würde das gern gleich praktisch umsetzen. Was wir da gerade lernen über Gleichungen lösen. Er soll mir doch bitte zeigen, wie ich das gleich umsetzen kann. Und dann wird er natürlich sagen, ja, das geht gar nicht. Weil es gibt nichts zu umsetzen im Alltag damit. Und dann die Frage stellen, ja, wofür mache ich es dann? Einfach, dass die auch da zum Fragen eben kommen, ja, weil das betrifft die ja genauso. Und wenn der sagt, ja, du brauchst das gar nicht, sag ich, ja, warum machen wir es dann? Warum machen wir dann nicht etwas, was ich heute am besten mit meinem Freund am Nachmittag gleich umsetzen kann? Ja.
Einfach nur durch ein paar einfache Fragen. Gar nicht böse, sondern du bist blöd und Mathe ist auch blöd, sondern ich würde es gern umsetzen. Wo kann ich das in meinem Alltag machen? Und dann sehen, was für Reaktionen kommen. Weil man muss ihnen ja auch einen Spiegel dazu geben. Wenn sie immer gewohnt sind, ich habe recht und ihr müsst eben fressen, was ich euch da jetzt vorkaue, dann geht auch nichts weiter. Und dann wird man draufkommen, und das sage ich jetzt sehr hart, 8 von 10 Lehrern gehören raus. Das sind keine. Heißt nicht, dass die als Mensch schlecht sind, bitte. Es ist vielleicht ein guter Landwirt, es wird ein guter Schauspieler, es ist ein guter Elektriker, aber er kann nicht mit Kindern. Und es hat sich vor allem in den letzten 2, 3 Jahren wunderbar gezeigt, wer steht hinter seiner Berufung, genau, wirklich hinter den Kindern, egal was da gekommen ist, oder wer sagt, ja, wer mich zahlt, der sagt doch, was ich tue. Und wir haben so viele in diesen Gruppen, in den Lerngruppen oder auch in den alternativen Schulen, die da gegründet werden. Ich habe, wann war das gestern? Vorgestern bin ich heimgefahren am Abend von einem Vortrag. Da hat mich ein 16-Jähriger angerufen aus Norddeutschland und hat gesagt, du, ich würde das gern anders machen. Ich habe jetzt die Schule quittiert, ich möchte da nicht mehr und ich arbeite jetzt schon mit kleinen Kindern, weil ich weiß, wie das anders geht. Ja. Und wir haben oft Schüler und Schülerinnen im Alter von 14 bis 18, die schon anfangen mit den Jüngeren zu arbeiten, weil sie noch in dem Feld sind und sagen, ich weiß, wie es besser geht. Ich weiß es, ich fühle es, ich war vor kurzem da auch noch. Und das andere sind auch oft Opas und Omas. 73-jährige Oma, keine Ahnung von Pädagogik und Mathematikunterricht, so ein Herz für Kinder, so ein Herz für Kinder. Und das funktioniert, weil Lernen geht über Beziehung. Das ist das allererste, Lernen geht über Beziehung, über mag ich dich, vertraue ich dir, dann über Vorbildwirkung und erst dann alles über, was redet der, stimmt das überhaupt? Also das sind die ersten zwei Dinge. Und diese Oma, die liebt Kinder und die hat eine gute Beziehung zu den Kindern und die lebt die Freude im Leben vor. Und der Rest kommt. Und selbst wenn ich sage, du, ich verstehe das Mathebeispiel gar nicht, dann sagt ja, erarbeiten wir es uns gemeinsam. Und dann gibt es immer einen in der Klasse, der versteht Mathe gut, der erklärt es dann ihr. Und dann ist der plötzlich der Lehrer. Und so drehen sich diese Spielchen. Und immer versteht einer etwas gut. Das muss nicht der da vorne sein. Der muss ein Herz für Kinder haben. Und wir haben dann mal so, ich habe mal ganz grob formuliert, wenn ich Schuldirektor wäre, ich würde Lehrer anstellen. Was da wichtig wäre. Weil wir nehmen oft keine Pädagogen auf. Das ist mir gar nicht wichtig. Ich habe ein paar ganz einfache Fragen. Liebst du Kinder? Ja? Und da will ich dieses Gesicht von einem 5-Jährigen sehen, den du gerade gefragt hast, liebst du Mami? Und da siehst du, wie das Gesicht springt, bevor der Mund aufgeht. Ja? Das hätte ich gerne. Das Zweite ist, hast du Begeisterung? Kannst du diese weitergeben? Weil es gibt oftmals Menschen, die sind genial, aber die sagen dann Dinge wie, Physik ist toll. Ich wünsche mir, dass ihr auch Freude habt an Physik. Ja. Nur mal, der soll in die Forschung gehen, aber bitte stell dir nicht vor Kinder. Ja? Also, das heißt, kannst du diese Begeisterung weitergeben? Und das ist das, was ich überprüfe. Ja, wenn er dann noch Lerntechnik und so drauf hat, mega, aber ist nicht zwingend. Aber die zwei Dinge sind zwingend für mich. Und dann kommt das Eigentliche. Ich stelle dich vor die Kinder. Ich stelle dich mal einen Tag oder eine Woche vor diese Klasse oder vor diese Gruppe von Kindern. Und dann frage ich die, wenn du wieder weg bist, wie war's denn mit der Sandra? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das ganze nächste Jahr mit der verbringt? Und wenn die mich anleuchten und sagen, oh ja, die ist toll, dann bist du dabei. Und wenn nicht, bist du nicht dabei. Egal welche Qualifikationen, 3-mal Doktor, 5-mal Professor, interessiert mich nicht. Genau. Weil was bringt es, wenn ich sage, ich mag dich, ich finde dich toll und die Kinder sagen, die ist blöd? Nee. Das bringt nichts. Ja? Also sind die das Kriterium? Und ich bin das Sprachrohr. Wenn dann 9 von 10 in der Klasse kommen und sagen, du, die finden wir nicht so toll, dann muss ich mit dir reden und sagen, du, probier's mal in einer anderen Klasse, vielleicht liegt es nur an diesem Klassenklima. Oder bitte nicht bei uns. Es passt nicht. Heißt nicht, dass du als Lehrer mies bist. Aber hier passt es nicht. Und das ist so wichtig, dass die Kinder da dieses Feedback geben dürfen. Ja? Und das macht so einen großen Unterschied. Und ich merke es ja auch, wenn ich dort stehe und ich sage, ihr dürft mir jetzt sagen, wenn ihr mich nicht wollt, dann dürft ihr aufstehen und gehen. Ihr müsst gar nicht mit mir in die Konfrontation gehen, wenn euch das unangenehm ist. Aber wenn ihr sagt, hey, du, da hat der Vormittag, weil ihr seid ja gezwungen worden, dass ihr in der Schule da jetzt mit mir die Zeit verbringt, wenn ihr sagt,
stimmt nicht, passt nicht für mich, steht auf und geht. Aber gebt mir 5 bis 10 Minuten, damit ihr einen Einblick bekommt. Und dann fordere ich auch wirklich oft auf, weil ich rede rein über Lernthemen dort. Ja? Und dann sage ich, nach 10 Minuten setze ich mich auf den Boden und sage, ich danke, dass ihr zugehört habt. Aber es geht ja ums Thema Lernen. Ihr findet ja Lernen, so wie ich euch vorher gefragt habe, blöd, ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Du, Ricardo, was du da erzählt hast, geht das da auch? Sage ich, ja, aber dann brauche ich mehr Zeit. Und da auch sage ich, ja, dann brauche ich aber noch mehr Zeit. Und da steht niemand auf. Ich bin jetzt seit 7 Jahren bei den Kindern unterwegs. Da ist noch nie jemand aufgestanden. Und ich fordere sie auf. Sag ich, wir werden jetzt Mathe machen. Ihr dürft gehen, aufstehen und gehen. Aber ihr gebt mir 5 bis 10 Minuten, damit ich euch zeigen kann, dass Mathe ganz anders laufen kann. Und deswegen sage ich, die wollen alle. Alle wollen lernen. Sie wollen es nicht so. Das ist der große Unterschied. Und dann, wenn die merken, dass wieder alles möglich ist, ja, wenn sie merken, hey, ich kann eigentlich alles werden, ich bin alles, ich habe nur ein paar Blockaden gesetzt bekommen, die Gesichter, die musst du sehen. Ja. Und wenn mich manche fragen, wie ich es schaffe, oft 12 Stunden am Tag Vortrag zu halten, sage ich, schau mal in diese Gesichter. Da hat mein Körper schon lange aufgegeben, aber die Energie hält mein Mundwerk noch dran. Ja? Das funktioniert. Wenn die merken, und auch letztens in Deutschland eine Gruppe Kinder, mit denen ich nur gearbeitet habe, wie kreiert ihr euch eure Zukunft? Und wie die gemerkt haben, ihre Ideen wurden umgesetzt. Also, so breit war kein Bodybuilder von den Schultern, wie die Schultern bekommen haben. Du bist natürlich das lebendige Beispiel dafür, Katharina, ich habe gesehen, du hast schon ganz oft, ich komme gleich zu dir, du bist das lebendige Beispiel dafür, dass du deine Berufung einfach lebst, ja, und deswegen, das ist alles da, das gibst du alles weiter, aber viele Kinder wachsen ja auch mit Eltern auf, die das nicht tun. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, auch wirklich die Erwachsenen einbeziehen in all diese Gespräche. Wir wollen nicht nur jetzt irgendwie neue Schulen gründen, damit die nächste Generation gut ist. Nein, jeder Erwachsene kann sich jetzt schon einbringen, indem er eben sich auch prüft, sich auch befreit und eben auch guckt, hey, was lebe ich denn meinem Kind vor? Ich meine, ich kann nicht meinem Kind erzählen, du bist frei, du kannst alles werden, was du willst und so weiter und dann im gleichen Atemzug zu meinem 9-to-5-Job gehen und irgendwas machen, was mir überhaupt keine Freude macht, nur damit Geld reinkommt. Da sind wir aber wieder beim Vorbild, ja, wo ich gesagt habe, es geht über, ja, Vorbild. Ja. Einen schnellen Satz noch da dazu, wo die Eltern, die den Kindern immer sagen, bitte mach das nicht. Schatzi, du lernst doch fürs Leben, nicht für die Schule. Das ist doch das Tollste überhaupt, so zu lernen. Das ist die schönste Zeit. Und dann frage ich die Kinder immer, und wie oft seid ihr nach Hause gekommen und Papa und Mama sitzen über eurem Mathebuch, weil Mathe das Tollste ist und Lernen das Tollste ist und weil du fürs Leben lernst und nicht für die Schule. Oh, ja, noch nie. Ich denke, aha. Ich erwarte nicht von deinem Kind, dass er Spaß hat an der Schule, weil die Frage kommt so oft von den Eltern, ja, wie kriege ich denn mein Kind dazu, dass wieder Spaß hat? Sage ich, hättest du Spaß, wenn du an seiner Position wärst? Nein, ich würde nie wieder so. Siehst du? Katharina, nimm dir deinen Raum. Ach, ich hatte nur vorhin einen Impuls, weil ihr beide so oft über das Fühlen gesprochen habt. Und ich mich daran erinnere, wie mir das Fühlen versucht wurde auszutreiben in der Schule und ich jetzt in den letzten 2 Jahren speziell mich gefragt habe, wie konnte es dazu kommen, dass wir dieses Schulsystem haben, das ja im Grunde genommen dazu da ist, um ein System aufrechtzuerhalten und eben nicht glückliche Kinder zu machen. Und mir so klar geworden ist, also für mich klar geworden ist, dass wir erpresst werden in ein nicht mehr fühlen, in ein Denken, in ein Nachsprechen, in ein nicht zurückstellen und das wiederholen, was mir gesagt wird, weil mir angedroht wird und teilweise, nicht teilweise, größtenteils entzogen wird, wonach ich mich als reine Liebe, als göttliches Wesen, als das, was ich in meiner Essenz bin, die ganze Zeit sehne, nämlich zu lieben, geliebt zu werden, dazu zu gehören. Und was passiert in der Schule, wenn ich mich ausdrücke und wenn ich eine andere Meinung habe, das wird mir entzogen. Ich krieg die Note, die Zahlen hingeschrieben, die für mich
ein Abgrund bedeuten kann, weil ich zu Hause geschimpft werde, weil ich einen Fünfer nach Hause gebracht habe oder um Gottes Willen nur einen Dreier und keinen Einser. Ich habe, früher bin ich auch noch physisch geschlagen worden, womöglich. Jetzt werde ich psychisch geschlagen. Ich werde von Anfang an erpresst, mich selber zu unterdrücken und vor allem auch ins Denken zu gehen und den Intellekt über das Fühlen zu stellen. Und wenn ich mir das als Eltern wieder Teil wieder bewusst mache, dann muss ich ja eigentlich oder darf ich ja eigentlich beginnen, selber mal nachzufühlen, fühle ich überhaupt noch? Und das dann dem Kind auch vorzuleben, dass ich eine Entscheidung treffe, eben nicht aus, wir wägen das jetzt ab, aus intellektuellen Gründen, sondern wo ein Kind mich auch erleben darf, wo ich mal reinfühle. Und dann draufkommt vielleicht, ich spüre mich ja gar nicht. Ich kann ja gar keinen Kontakt aufnehmen mit meinem Herzen oder meine Zirbeldrüse als Antenne verwenden. Wie komme ich denn dahin? Und das mir wieder zu arbeiten und das dem Kind auch, also mit wenn es alt genug ist, diesen Prozess auch miterleben zu lassen und das Kind zu motivieren, zu fühlen. Nicht, was meinst du, was denkst du dazu, sondern mach mal die Augen zu und fühl mal in deinem Bauch, wie fühlt sich das an? Fühlt sich dein Herz offen und weit an, wenn du an diese Entscheidung denkst, zum Beispiel nur zwischen zwei Möglichkeiten wählst, wo geht dein Herz auf, wo fühlt sich dein Bauch angenehm entspannt an oder was passiert sonst in deinem Bauch, in deinem Herzen, wie fühlt sich dein Kopf an und das zu trainieren und natürlich auch selber zu tun und vorzuleben. Das war mir jetzt... Das Grundprinzip in der Schule heißt, sprich mir nach, dann wirst du belohnt, sprich dagegen, dann wirst du bestraft. Und das prägt sich so hart ein, das sehen wir aber jetzt sehr, sehr gut. Es ist ein kollektives Thema eben auch, weil wir diese linkshirnige Lebensweise einfach viel mehr fördern, ja, und auch das Männliche einfach viel stärker da ist. Und es kommt aber jetzt aber gerade ja auch durch den Aufstiegsprozess, dass wir das Weibliche wieder mehr reinholen, dass wir wieder mehr erkennen, wer wir sind und dadurch die Hemisphären vereinigen, unsere rechte und linke Seite vereinigen und diese Qualitäten in uns eben auch, ja, dass wir wirklich Logik und Intuition vereinen können, ja, weil dann funktionieren wir ja erst so richtig als Wesen, wenn wir auf der einen Seite durch unsere weibliche Seite empfangen, was steht jetzt an, was fühle ich, was kommt aus meinem Seelenplan als Information und dann aber auch die Logik habe, das strukturiert jetzt irgendwie umzusetzen. Und zu sagen, dafür brauche ich diese Materialien oder da muss ich mit XY sprechen oder was auch immer. Und das eignen wir uns gerade alle auch kollektiv wieder an, weil es in diesem Prozess einfach stattfindet. Aber wenn wir das natürlich ganz bewusst tun und ganz bewusst auch den Kindern so wundervolle Möglichkeiten eröffnen, wie du jetzt dieses Beispiel genannt hast, Katharina, da machen wir ganz, ganz viel, weil alles, was die Kinder eben jetzt gleich noch lernen und vor allem nicht verlernen, das bleibt denen. Es geht die weltweite Friedensbewegung, geht sowieso über die Weiblichkeit, über die Frau. Die ist so lange unterdrückt worden, speziell von Religionen und Dogmen und sonstiges. Ja. Und ich sehe es an den Bewegungen. Wenn manche mich fragen, du, wie vergrößert sich deine Bewegung? Sage ich, es ist die Mami-Armee. Ja. Mhm. Es ist die Löwen-Mami-Armee. Und die kriegst du nie wieder weg. Ja. Und jetzt müssen wir auf Macht über ich über mich. Vorher hatten wir Macht über andere. Das kennen wir jetzt schon. Ja. Und jetzt mit dieser zusätzlichen Weiblichkeit geht es Macht ich über mich. Und das reicht auch. Das reicht auch dann wieder. Ja. Ja. Und genau da werden wir jetzt zusteuern drauf. Und wir sehen es sind fast überall Frauenbewegungen. Ja. Und egal, wo ich hinkomme, und in den meisten Dingen sind es Bewegungen, wo die Frauen aufstehen und sagen, hey, es reicht, wir machen das ab jetzt in Zukunft anders. Und mit diesen Energien, so wie du gesagt hast, sich wieder ausgleichen, dann sind wir da, wo wir hingehören. Ich merke aber auch, dass die Männer mehr in ihre spirituelle Kraft kommen. Also ich sehe es auch an den Seminarteilnehmern. Wir hatten Phasen, da waren nur Frauen da, ja, in meinen Seminaren. Und jetzt ist wieder ungefähr ein Viertel, manchmal sogar mehr, sind Männer. Und es ist wirklich viel, gemessen an den letzten 20 Jahren. Und
Die sind auch in ihrer Kraft. Also die sitzen dann nicht da und denken, naja, meine Frau hat mich irgendwie mit hergeschleppt, sondern die stehen da, die wollen was rocken, die wollen was verändern, die wollen ihre Freunde infizieren. Ja, die wollen wirklich auch beides leben können. Die fühlen sich auch reduziert, wenn sie nur das, was wir als männlich bezeichnen, leben wollen. Ja, beide in der Kraft. Ja. Und auch wenn die Frauen jetzt vorangehen, sage ich, brauchen die im Hintergrund einen starken Mann, der ihnen diesen Raum hält. Ja, genau. Meine Freundin ist ja ganz stark im Geburtsbereich. Wir haben ja da jetzt frisch aufgemacht in den Verein Liebe erschafft Leben. Und da sage ich auch, ja, der Mann hat eine Rolle dabei. Weil manche sagen, ja, das ist ein Geburt-Frauenthema. Ja? Und ich bin immer attackiert worden, weil ich früher über Geburt gesprochen habe. Ich sage, ja, du bist ein Typ, warum redest du über Geburt? Sage ich, ja, ich habe auch eine Rolle dabei. Es sind zwei bei der Zeugung dabei, es gehören zwei beim Geburtsprozess dabei und es gehören zwei danach dazu. Und ja, ich kriege das Kind nicht, aber ich sorge für den perfekten Raum, für das perfekte Klima, dass alles rundherum so ist, wie sie sich das zu diesem Zeitpunkt vorstellt, damit sie diesen Prozess perfekt durchführen kann. Ich halte das rundherum, weil die hat im Kopf gerade was ganz anderes. Nichts mehr im Kopf. Ja, ja, im Normalfall ist die in einer positiven Ekstase, hat keine Schmerzen dabei, ist in dem Raum, wo sie sich wohlfühlt, mit ein paar Kerzen, schön warm, in einer Geburtsbadewanne, was auch immer ihr Traum ist. Ich halte den. Ja. Das ist mein Job. Ja, und dann danach, wenn das Kind groß wächst, gibt es wieder beide Energien, die das Kind braucht. Und ich habe das vor allem in der Zeit in Peru so genossen, ich hatte beide Eltern. Das macht so einen großen Unterschied. Und ich habe mir geschworen, das ist auch einer der Gründe, warum ich die letzten Jahre so viel gearbeitet habe, wenn mein Kind mal da ist, ich bin zu Hause. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ich bin garantiert da und sehe das groß werden. Ja klar, wenn der 7 ist, sagt er, du Papi, verschwind mal. Ne? Und dann bin ich sicher, dann bin ich auch, wenn der jung ist, mal am Samstag arbeiten. Aber jetzt bin ich vielleicht mal einen Tag nicht am Arbeiten. Ja? Das dreht sich dann um. Weil da muss diese Energie mitgehen in dieses Kind. Ja? Und ich finde es so schön, was die Japaner da sagen. Das haben meine Eltern zum Glück schon früh berücksichtigt. Die Erziehung ist ein falsches Wort, ich weiß, aber die Erziehung des Kindes findet großteils in dem Jahr vor der Zeugung statt, durch die körperliche und geistige Kultivierung von Mann und Frau. Und danach kannst du nur noch nachjustieren. Aber du das, wie du dich vorher vorbereitest, vor allem geistig, das wirst du anziehen. Genau das wird kommen. Und da musst du dich wirklich darum kümmern. Danach ist schön, es ist Feinjustierung. Aber da passiert es wirklich. Wir harmonisieren in Tirki 1 diese 4 Stationen und die halte ich alle für sehr, sehr wichtig. Das eine ist wirklich schon der Raum vor der Zeugung und die Zeugung. Ja? Wie sind Mutter und Vater zusammengekommen? Was haben die für eine Synergie erschaffen, weil das ist die Grundenergie des neuen Lebens. Die Synergie, die da entstanden ist, ja. Und dann geht es weiter mit der Schwangerschaft an sich, ja. Was hat die Mutter da erlebt? Das ist eins. Das kann man gar nicht trennen. Das erlebt das Baby genauso. Auch da kann man schon vieles wieder erlösen, transformieren, was da vielleicht auch damals schiefgelaufen ist. Und dann geht es aber auch um den Moment, der Eintritt der Seele ganz in diesen Körper, also den Körper wirklich in Besitz nehmen. Auch da kann es noch irgendwelche Blockaden gegeben haben. So auf die Art, um Gottes Willen, wo komme ich denn dahin? Oder auch diese Dichte, ja? Wir wissen zwar, die Seele sucht sich das aus, aber manche Seelen wussten trotzdem nicht so ganz genau, wie sich das dann anfühlt oder was sie da erwartet. Und dann natürlich der Geburtsvorgang. Also das ist für mich eine Zeugungsgeschichte, die komplett von Anfang bis Ende transformiert und beleuchtet werden darf, damit ein Mensch gut startet. Idealerweise schon vorher, aber wir können es auch nachher wieder gut machen. Jeder, der weiß, oh, ich war aber ein Kaiserschnitt und ich war unerwünscht und bei mir ging noch ein Zwilling ab oder was auch immer, kriegt jetzt vielleicht Panik und sagt, um Gottes Willen, dann habe ich ja ganz die falsche Basis. Nein, hast du nicht. Man kann es auch danach noch ändern, aber man sollte hinblicken. Das ist wichtig, weil da kann jemand komplett in seine Kraft kommen. Von unerwünscht zu, hey, ich bin erwünscht, ich bin da, ich darf mir dieses Leben nehmen.
ich darf hier meinen Seelenplan ausbreiten, auf die Straße bringen. Ich muss mich nicht zurückhalten, weil ich gar nicht geplant war oder erwünscht war. Schon alleine sowas macht so einen riesen Unterschied. Das wollte ich einfach noch mitgeben, ja, ergänzend. Wunderbar. Ich sage mal, weil so viele meckern, wie das System oder das Schulsystem ist. Sorry, Katharina, du wolltest. Nein, ich wollte einen blöden Satz sagen. Ich wollte sagen, es ist nie zu spät für eine glückliche Empfängnis. Ja, genau. Das ist gut. Ja, und ich sage immer, hört auf zu meckern, wie das System oder bleiben wir jetzt beim Schulsystem ist. Wir haben das passiv wie aktiv miterschaffen. Ja, zumindest im Passiven, dass wir es zugelassen haben. Aber das heißt ja auch, dass diese Hände, dieser Kopf und dieses Herz das Neue passiv wie aktiv miterschaffen kann. Und wenn ich das Alte geschafft habe, was mit Druck, Angst und Strafe herrscht, dann schaffe ich ein Neues, das mit Freiheit und Glück und Gesundheit arbeiten möchte. Ja, erst recht, weil da kriege ich ja sogar noch mehr Energie dann dazu. Und dieses Schöpferbewusstsein, wenn du das verstehst, und selbst wenn du sagst, ich bin ganz alt schon, ich kann nicht mehr, mit diesem kleinen Baustein, so wie dieser 83-Jährige sagt, du, ich reiße nicht mehr die Welt nieder, aber meinen Enkelkindern bringe ich das anders bei. Und wenn du ihnen nur einen Teil anders beibringst, der bringt seinem Kumpel wieder anders bei, der bringt seinen Kindern in Zukunft für die nächsten Generationen anders bei, jeder kann diesen kleinen Dominostein ankicken. Ja? Und damit ist die Veränderung geschafft. Ja? Man muss nur beginnen, sich bewusst sein, dass wir dazu in der Lage sind. Ja, und zwar jederzeit. Und wenn wir das in uns verändern, dann strahlen wir das aus. Wenn du in Frieden gekommen bist und diesen Frieden in dir hältst, dann bringst du Frieden und dann gehst du in Resonanz mit Frieden und dann können andere keinen Krieg mit dir machen, auf keine Art und Weise und auf keinem Boden der Welt. Und wenn alle so an sich arbeiten, egal in welchem Alter, weil es eben nie zu spät ist, weil die Zeit nicht linear läuft und weil wir jederzeit auf unser Schöpferwissen zurückgreifen können, dann verändert sich wirklich die Welt. Und ich glaube, da ziehen wir alle so sehr am gleichen Strang. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, für dieses Gespräch heute. Ist es denn für euch rund? Möchtet ihr noch etwas ergänzen zum Thema Potenzialentfaltung oder ein Schlusswort einfach sprechen noch? Katharina? Ich kann nur sagen, schaut euch die Videos von Ricardo an, wo er dann auch praktisch demonstriert, wie leicht und wie freudvoll Lernen sein kann. Das ist eine Enthüllung. Das ist ganz wunderbar. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das Manifest der neuen Erde wieder durchhört und in diese Bilder eintaucht, die ja unsere Realität dann in unser Leben ziehen, wenn wir sie nähern und stärken jeden Tag, die Bilder von dem, wie es sein kann, wie es sein wird, wie es schon ist auf einer Ebene. Lass uns von einem Ausbildungssystem, wo es aus mit der Bildung ist und aus mit den Bildern im Kopf ist, in ein Bildungssystem gehen, wo wir schöne Bilder im Kopf haben, diese kreieren und in die Realität umsetzen. Und die Basis immer Liebe ist. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an euch zu Hause fürs Zuhören. Wir verlinken natürlich alles, was ihr heute gehört habt, unten Ricardos Sendungen, das Manifest und so weiter. Und ja, wir sehen uns in der neuen Welt. Ciao.